Fußballer ja sowieso, aber jetzt auch die Tischtennismannschaft. Und zu 13 sind dieses Spiel gestartet und das gegen die vier Kassel-Vereine, die in der Vorrunde überhaupt kein Spiel gewonnen hat. Und das wäre der erste Matchball gewesen zum 4:0 für die Effeldrücher. Alle Spiele auf dem Kanal, auf dem ihr gerade seid. YouTube, Reinhard Steinbrecher, Suchwort. Effeldrich gegen Bayern München, 2019, 12:14. Am Geburtstag von Günter Angenen, dem ich auf diesem Wege ganz, ganz herzlich gratulieren möchte. Er ist einer, wenn nicht der Tischtennis-Historiker überhaupt, mit einer unglaublichen Sammlung über die Geschichte des Tischtennissports. Zu finden auf seiner Homepage, zu finden auf Facebook und zu finden im Tischtennismuseum des Deutschen Tischtennisbundes. So, nur noch 10:9. Ali Galab schlägt auf. Hoffentlich. Reicht sich das nicht, dass er hier einen Matchball nach dem anderen nicht verwandeln kann? Da hat er sogar noch Glück mit einem Netzroller, aber sehr oft ist das so, wenn der Gegner den Netzroller zurückbringt, dann kommt man selber aus dem Rhythmus. Jetzt mal zur Abwechslung einen Matchball abgewehrt. Florian Schreiner, einst die ganz große Nachwuchshoffnung des DDTB Deutsche Jugendmeister aus der berühmten Schreiner Tischtennis Family. Ja, das war absehbar. Der Aufschlag von Flori, gelegentlich auch moniert als verdeckt. Könnt ihr euch hier selbst ein Urteil bilden, ob der Flori da mittlerweile drauf reagiert hat. Sehr, sehr, sehr viel Gefühl. Aber das war wirklich ein eventuell auch sehr zittriger Notschlag. Aber mit unangenehmem Schnitz. 12:12. Fünfter Satz. Mal schauen, wie verdeckt der Aufschlag ist oder auch nicht. Naja. Also zwischendurch hat er nach Ermahnung dann schon korrekte Aufschläge gemacht. Bei dem Aufschlag könnt ihr euch euer Urteil selber bilden. Ich sag da gar nichts dazu. Ja, und dann geht's doch nicht mit 4:0, sondern
mit 3-1 in die Pause. Und dann kannst du nach der Pause natürlich, wenn das hintere Parkplatz spielt, ganz schnell auch mal wieder 3-3 stehen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne an, das Zittern. Flo Schreiner verkürzt für die Gäste in einem spannenden 5-Satz-Match auf 3-1. Wir gehen jetzt in die 15 Minuten.